Ihres Labors vor. Sherman Redwood Expedition. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Hier ist der Distrikt Hessen auf dem Rückweg aus dem Einsatz in der LGS. Und wir freuen uns, Sie in der See zu sehen. Ja, hier ist das deutsche Expeditionsschiff Abora 4 mit Kurs in Richtung Patra in der Türkei. Wir sind in Bulgarien gestartet, sind durch den Bosporus, durch die Marmara-See, dann durch die Dardanellen und dann durch die Ägäis gesegelt und starten nun von Santorin mit Kurs in Richtung Rhodos. Over. Ja, hier die deutsche Fregatte Hessen. Wunderbar. Wir sind alle sichtlich erstaunt und freuen uns über die Begegnung des Ereignisses. Liebe Abora-TV-Zuschauer, wir senden heute live aus Patara, der Ort, wo unsere Abora 4 seit etwa 5 Jahren ausgestellt ist. Patara war die bedeutendste Stadt an der libyschen Küste. Hinter mir war einst der größte Hafen, wo Schiffe aus Syrien und Griechenland, aber aus Ägypten, seit dem Altertum anlegten. Und das war natürlich auch wichtig für uns, diese Städte mit Abora zu verbinden, denn kaum 30 Kilometer hinter Patara hat man in den 70er Jahren Funde von Obsidian aus Medos gemacht. Die türkischen Archäologen vermuten, dass bereits vor 11.000 Jahren auf Schiffbooten dieses Material aus der Ägäis hertransportiert wurde. Und das ist der Grund, warum heute unsere Abora 4 ausgestellt ist. Und das Ziel des heutigen Drehs ist, unsere Abora 4 zu inspizieren, zu schauen, können wir vielleicht noch was reparieren, um so mit den türkischen Archäologen vielleicht eine Verlängerung der Ausstellung um 1-2 Jahre zu ermöglichen. Also, kommt bitte mit auf unsere Reise in die Altertümer Pataras und schauen wir uns jetzt unsere Abora 4 genauer an. Fünf Jahre Wind und Wetter und natürlich eine 1500 Kilometer lange Expedition haben ihre Spuren hinterlassen. Im vergangenen Jahr war ich noch sehr zuversichtlich, aber der erste Eindruck hier zeigt, dass es wohl dem Ende zugeht. Schauen wir mal, wie wir unsere Abora 4 noch retten können. So, liebe Leute, wir sind jetzt in der großen Korbhütte im Inneren und schon wie im letzten Jahr zeigt auch dieses Jahr, dass die hölzernen Aufbauten, auch die Verbindung, alle noch wie niegelnagelneu sind. Und vielleicht sollte man einfach mit dem Messer die Aufbauten vom Rumpf schneiden, auf einen neuen Rumpf setzen und weiter segeln. Ich denke, so haben es die Alten vor 5000 Jahren auch gemacht. Ich bin zurück im Hotel Abora. Hier hat die Nachtwache geschlafen, währenddessen die Segelwache oben das Schiff gesteuert hat. Aber auch hier ist der gleiche Eindruck, vor allem solche Details hier. Alles ist noch fest, alles ist noch intakt. Auch wie liebevoll der Eingang hier gebaut ist. Es wäre ein Jammer, das einfach auf den Müll zu schmeißen. Also bauen wir es einfach hier ab und schaffen es auf die neue Abora. Liebe Leute, hier seht ihr ein Gepäckfach von einem Abora Crewmitglied. Hier drin waren 2 Seesäcke, 21 Liter Kanister und andere Utensilien. Eigentlich kein so schlechter Reisekoffer. Im Detail sind auch alle anderen hölzernen Aufbauten von innen in bester Qualität. Die Schilfmatte hat natürlich auch ihre Zeit hinter sich gebracht. Aber alle anderen, die Fluchtplatten, die Bindung, alles scheint noch perfekt. Gute Arbeit, bulgarische Holzwürmer. Sehr gut gemacht.
Der Mast ist unser Mercedes-Benz auf unserem Schilfboot. Unser Peter hat mit seinen Leuten ganze Arbeit geleistet. Alles ist noch intakt, alles massiv fest. Auch der Mastfuß hat kein Spiel, so als wäre vorige Woche aufgestellt worden. Das ist quasi eine Einladung, das Zeug zu holen. Insofern großes Kompliment und sieht noch toll aus. Wieder eine große positive Überraschung. Nach über einem Jahr ist das Vorstag noch völlig fest intakt. Auch die Partouen im Achterschiff machen einen guten. Hier brauchen wir dieses Jahr nichts zu rekonstruieren. Das hält ein weiteres Jahr durch. Für die Holzwürmer in unserem Team eine ganz wichtige Struktur. Das ist unser Tor 1. Und dieser Balken hier, dieser Decksbalken, hätte hier außen angebracht sein müssen. Wie die da oben, weil dadurch hat es uns hier diese Schwerthalterung zu eng gestellt. Also ganz wichtig, sollten wir nochmal eine neue Abora bauen, muss dieser Balken von Tor 1 bitte außen angebracht werden. Dann wird es viel einfacher beim Segeln. Aus transporttechnischen Gründen können wir die große Korbhütte nicht in einem Stück exportieren. Aber das Tor 4 bietet im Inneren exzellente Möglichkeiten, daraus zwei Teile zu machen, die dann klein genug sind, um sie hochgepackt auf einem Container zum neuen Startort zu bringen. Wäre genau hier am Tor 4 die Spaltstelle, Tor 1, 2, 3, 4. Hier ist die Überlappung vom vorderen Teil der Korbhütte. Hier würde ich die Hütte trennen, um diese zwei Units getrennt voneinander in Richtung Portugal zu transportieren. Vor einem Jahr war Hava noch Grabungsleiterin hier in Patara. Nun hat ein Neuer das Ruder übernommen. Als Hava noch an Start war, hat sie regelmäßig mit ihren Studenten und Studentinnen die Wildkräuter hier gejätet, das Boot geimpft. Der Neuer hat mit Abora 4 nichts zu tun und man sieht eben den Unterschied. Und das zeigt eben an, dass es so langsam in die letzte Phase geht. Lieber Jascha, Abora 4 steht seit 5 Jahren in der Türkei. Warum habt ihr euch um dieses Schiff bemüht? Ja, lieber Dominik, als ihr das Schiff in Varna gebaut habt, haben wir natürlich gewusst. Und wir haben auch beobachtet, wie das Schiff jetzt von Varna Richtung Ägypten reisen wird. Aber als ihr in Istanbul wart, war das auch große Interesse von den Archäologen vor allem, und das Schiff irgendwie für die Türkei zu gewinnen. Und viele haben gedacht, das ist vielleicht nicht schlecht, dass so ein neolithisches Schiff aus Schliff in der Türkei auf einer Grabungsstätte, vor allem auf einer Hafenstätte zu haben.
Deshalb haben wir mit euch Gespräche geführt. Und als ihr in Istanbul wart, hat man auch sowohl im Außenministerium als auch im Kulturministerium entschieden, das Schiff zu bekommen und auf eine Ausgrabungsstätte in der Türkei zu ausstellen. Abora steht seit 5 Jahren in Patara. Hat sich aus eurer türkischen Sicht der Aufwand gelohnt? Natürlich hat es gelohnt in den letzten 5 Jahren. Wir haben auch genau beobachtet, wie die Besucher der antiken Stadt Patara so begeistert waren, weil das auch für die Besucher und sowohl für Besucher als auch für Archäologinnen und Archäologen ein interessantes Thema war, ein neolithisches Schiff aus Schlift zu sehen, zu fühlen, zu fotografieren. Und deshalb kann ich sagen, dieser Aufwand hat sich natürlich gelohnt und ich habe keine negative Nachrichten gehört und die Nachrichten waren immer positiv. Aber ich kann nur sagen, dass es das Projekt von Anfang an ein sehr interessantes Projekt war und Abora 4 ist auch in der Türkei jetzt sehr bekannt geworden, natürlich durch die Presse. Und durch die Fotos, die Tausende oder vielleicht Hunderttausende Besucher gemacht haben. Und ich kann jetzt Patara ohne Abora 4 nicht denken, muss ich sagen. Und deshalb muss das Projekt fortgesetzt werden, meine Meinung. Die Struktur von Abora ist weitestgehend verrottet. Ja. Wir müssen den Rumpf früher oder später entsorgen. Ist es vorstellbar, mit einer Nachfolgeausstellung, mit dem Replika, Abora 4 für Patara zu erhalten? Ja, ich denke, es ist möglich und vorstellbar. Weil ich auch gesagt habe, Abora 4 ist ein Teil von Patara geworden. Natürlich, wenn man ein Schiff aus diesem Material hat und die Türkei, die Wetterbedingungen sind natürlich auch nicht so günstig, ohne Dach. Ich kann nur vorstellen, als Fortsetzung dieses Projektes vielleicht noch ein Schiff zu bauen und unter einem Dach das zu bewahren, dass die Besucher von Patara noch lange Jahre das Schiff besichtigen und fotografieren können. Also mein lieber Jascha, dann nehme ich dich jetzt hier beim Wort. Ja. Dann wollen wir hier vor der Kamera diesen Eid sozusagen sehr für die Öffentlichkeit präsentieren. Danke. Vielen Dank fürs Kommen hier nach Transpetra. Sehr gerne. Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Lieber Bora TV-Zuschauer, ich möchte diesen Beitrag noch einmal mit diesen herrlichen Altertümern in Kasch und Patara beenden. Und zu Ehren der Seereise der Bora 4 zeigen wir noch einmal die Einfahrt hier in den Hafen von Kasch.
Dominik. Dominik. Willkommen. Thank you. Thank you to Turkey for this. Minister of Culture, representative of Minister of Culture in Ankara, yeah? Thank you very much. You know, Nurdi Hava. Du bist Nurdi Hava, ich bin Nurdi Dominik. Danke. Können Sie hier in der Mitte aufstehen? Gut. An der Seite stehen einfach. Ja. Udo, bitte. Ja.